Guten Morgen, Freunde. Neuer Tag, neues Glück. Heute ist Tag 3. Das Wetter begrüßt uns mit einem Sonnenschein. Da kommt die Sonne. Also wir müssen jetzt auf jeden Fall die Gunst der Stunde nutzen und uns ein bisschen in die Sonne legen. Wir gehen jetzt erstmal was frühstücken. Wir haben es jetzt 8:30 morgens. Wie hast du eigentlich gepennt? Sehr gut. Ja. Bis auf, dass du mich zweimal geweckt hast. Ja, ich habe in Nacht ein bisschen Schmerzen am Zeh gehabt, weil mich da eine Mücke gestochen hat und mein Zeh jetzt auch ein bisschen angeschwollen ist. Dinner with a view. Das Wetter ist heute echt schön. Melissas Frühstück. Wir lassen uns jetzt gut gehen. So, Freunde, wir liegen jetzt immer noch am Pool, entspannen uns, freuen uns ein bisschen, tanken Vitamin D. Ist heute nur minimal bewölkt. Da ist die Sonne. Wenn sie mal rauskommt, dann knallt sie wirklich richtig rein. Hier ist der Pool. Ich finde die Wolke jetzt nicht schön. Da das Meer. Sieht wirklich traumhaft aus. Beautiful morning. Yeah, the summer morning, babe. So, wir waren jetzt gerade noch in der Lobby, haben einen Ausflug zu einem Elephant Sanctuary gebucht für morgen. Morgen soll es ja scheinbar regnen. Da werden wir einfach nur den Tag nutzen und fahren dann für 4 Stunden zu einem Elephant Sanctuary. Dort können wir die Elefanten füttern, können sie streicheln, dürfen nicht auf den reiten. Das war uns auch ganz wichtig. Das ist einmal hier der Elephant Jungle Sanctuary. Hat auch, die Bewertungen sind auch ganz gut bei Google, und wenn sie auch vom Hotel empfohlen wird, dann ist es mal, denke ich mal, ganz legit. Jetzt werden wir hier mit dem Scooter zu Lamai Beach fahren. Das Wetter ist immer noch sehr gut. Es ist minimal bewölkt, aber das ist echt in Ordnung. Ja, Melissas Sitz wurde vollgeschissen. So ist das Leben. Und ja, wir fahren jetzt weiter. So, erster Halt, natürlich einmal beim 7-Eleven. Wir brauchen was zum Essen und dann sind wir auch gleich schon am Strand. Das Wetter ist traumhaft, es ist traumhaft. Ihr habt gerade die Aufnahmen gesehen, wie wir Roller gefahren sind. Das sah wirklich krass aus. So, wir holen uns wie immer dieses Sandwich. Ich habe einmal Sausage Cheese Sandwich und einmal einen normalen Cheese, also Cheese Toasted Sandwich. Melissa? Willst du dir das holen? Nee, ne? Was hast du denn? Ganz normal Käse. Cheese? Ja. Und mit Spinat und Käse. Hier übrigens, das Wasser kostet 6 Baht. Das sind ungefähr 15 Cent. Das ist echt wirklich sehr, sehr günstig. Ich werde jetzt nochmal schauen, was so eine Cola kostet. Eine Cola 17 Baht, ja, das sind so ungefähr 40 bis 50 Cent, wenn ich mich nicht täusche. Wir haben jetzt für 2 Wasser, eine Cola und nochmal so ein Wasser mit Geschmack und 4 Toast. 191 Baht bezahlt, das sind so ungefähr 5,30 Euro, was echt wirklich sehr, sehr günstig ist. Sandwich Maker, ganz klassisch, und der schmeckt wirklich richtig, richtig gut, richtig knusprig. Und was man sagen muss, diese 7-Elevens sind wirklich sehr sauber. Also wirklich, der Boden ist immer, hier ist immer eine Dame, die den Laden sauber macht. Das ist alles echt clean. Und das ist dann einmal das fertige Produkt. Sehr knusprig. Wie schmeckt's dir? Gut? So, Freunde, wir sind jetzt hier gerade am Lamai Beach. Leider ist es sehr wellig, wie ihr es wahrscheinlich hören könnt. Wir werden jetzt wahrscheinlich an einem anderen Strand gehen, weil es auch unfassbar voll ist hier. Also wirklich, hier sind so viele Touristen und darauf haben wir nicht so viel Lust. Deswegen fahren wir jetzt wahrscheinlich zum Silver Beach. Also Lamai hätte ich mehr von erwartet, muss sagen, etwas enttäuscht. War ja wirklich nichts Besonderes eigentlich, muss ich sagen. Ist bei uns der Strand schöner. Chaweng war auch gestern viel, viel schöner. Das einzig Coole war jetzt eigentlich nur die Fahrt, die war echt traumhaft. Aber der Strand war es jetzt irgendwie nicht so. So, Freunde, boah, ich sehe etwas rot aus. Ich habe mich auch noch gar nicht eingecremt. Wir sind jetzt hier am Silver Beach. Das war so roundabout 2 Kilometer, 3 Kilometer vom Lamai Beach entfernt. Und boah, ich weiß nicht, ob wir hier richtig sind. Wir sind gerade einfach so in einer Hotelanlage. Boah, die Hotelanlage sieht aber auf jeden Fall sehr schick aus. Da ist schon der Strand. So, es ist hier sehr voll, aber viel, viel, viel schöner. Freunde, es sieht so schön aus. Schaut es euch an, ich kann es euch nicht oft genug zeigen. Unfassbar schön.
Aber man muss sagen, leider ist es hier ein bisschen dreckig. Also Algen und halt generell Dreck von den ganzen Touris. Aber hier kann man wenigstens schwimmen. Ja. Drei Kilometer weiter gefahren. Ja. Gerade konntest du gar nicht schwimmen, aber es ist so wellig. Genau. War, 3 Kilometer weiter kannst du das Wasser schwimmen. Genau, weil hier halt die Bucht ist. Ne? Ihr seht es ja hier und da. Deswegen kann man hier viel besser schwimmen. Oh, ich muss mich jetzt einmal abkühlen. Das ist doch das Einzige, was mir gefehlt hat. Geil. Oh, ich kann es nicht oft genug sagen, es sieht wirklich einfach traumhaft aus. So Freunde, boah, ich sehe echt fertig aus. Wir fahren jetzt, wohin genau? Coral Cove Beach mit dem Scooter, Crystal Bay, beziehungsweise wir haben es jetzt irgendwie vorhin gegoogelt, Crystal Bay und Silver Beach ist scheinbar das gleiche, also es ist beides hier. War super, es war leider nur zu viel los, aber es war trotzdem wunderschön, war bis jetzt ein schöner Tag, wollten wirklich nur entspannen. So, nächster Spot, wir sind jetzt hier am Coral Beach. Coral Beach ist auf jeden Fall weniger los als vorhin, also viel, viel weniger los, das ist auch sehr gut. Und es ist überhaupt nicht wellig. Es ist überhaupt nicht wellig. Und es ist viel weniger los. Sehr schön. Und hier die Seite auch einmal. Oh ja. Auch wieder traum. Auch schön. Und viel sauberer. Weil weniger Wellen. Super, top. Erster Eindruck. Ich bin begeistert. So, wir sind jetzt hier gerade noch am Coral Cove. Wir chillen hier unter einer Palme. Da seht ihr einmal Kokosnüsse. Ja, es sieht wirklich traumhaft aus. War bis jetzt echt ein sehr cooler Strandtag. So, willkommen zu der Roomtour von unserem Apartment auf Koh Samui. Hier ist einmal die Eingangstür, dann haben wir in diesem Bereich einmal einen kleinen Korridor, wo man ja seine Kleider reinpacken kann. Da ist ein Safe. Dann kann man hier nochmal seine Jacken aufhängen, Schuhe platzieren, alles mögliche. Also einfach so eine kleine Abstellkammer für Klamotten. Dann kommt man hier einmal rein. Wir haben hier mal ein Bett, wo dann die gute Melissa drauf schlafen wird. Klimaanlage, relativ hohe Decken, also wirklich sehr, sehr hohe Decken. Das Bett, das ist wirklich unfassbar breit. Also es sieht schon auf der Kamera breit aus, aber es ist wirklich extrem breit. Das sind über 2 Meter. Das sind, ja genau. Hier einmal mit Happy Honeymoon. Und echt richtig, richtig schön dekoriert. Sieht wirklich sehr schön aus. Dann hier einmal ein Fernseher. Ja, alles, was man so für ein Hotelzimmer benötigt. Dann mache ich mal hier die Rollos auf. So, dann kann man hier einmal rauskommen. Dann haben wir hier einmal noch so eine Ecke, um ein bisschen zum Entspannen. Und hier einmal alles zugewachsen. Auf der Seite ist auch eigentlich sofort das Meer. Das kann man jetzt leider hier nicht sehen, weil hier wirklich alles zugewachsen ist. Aber es sieht wirklich sehr schön aus. Kommt man von dem Balkon hier nochmal das ganze Zimmer durch ins Badezimmer. Wir haben hier einmal einen Durchgang, wo man sein Waschbecken hat, einen Spiegel, eine Toilette. Und dann kommen wir nochmal zum Highlight des Zimmers. Und zwar haben wir hier eine Dusche, wo man oben rausgucken kann, auch auf der Seite. Hier kann man auch rausgehen, das ist so eine Art Terrasse. Die ist echt unfassbar groß, die Dusche. Also wirklich, da sind 1, 2, 2,5 Meter oder so. Wirklich richtig, richtig schick. Hier kann man auch seine Handtücher aufhängen. Wirklich ein sehr, sehr schönes Zimmer. So, wir haben jetzt schon abends. Wir wollten jetzt noch was essen gehen. Wir sind jetzt gerade hier mit dem Grab unterwegs. Ihr seht, es hat leider ein bisschen angefangen zu regnen. Ja, wir fahren jetzt zu einem Restaurant, zu einer Rooftop-Bar, oder? Ja.
Genau. Schauen wir mal. Ich habe richtig, richtig Hunger. Wir sind wieder am Fisherman's Village angekommen und jetzt wird erstmal gespeist. Ich habe so einen Hunger. Wir haben ja heute bei 7-Eleven nur diese Toast gegessen und das war echt mager bis jetzt. So, wir sind angekommen bei der Rooftop Bar. Rooftop Bar and Restaurants. Ist jetzt nicht unbedingt Rooftop, aber man kann es auf jeden Fall versuchen. Also es geht auf jeden Fall hier sehr steil hoch. Ich glaube, man sieht es gar nicht so auf dem Video. Der Weg ist wieder extrem. Es ist wirklich so ein wechselhaftes Wetter. Die Vorspeise ist schon da. Wir haben einmal hier Gyoza. Sieht ganz gut aus. Samosa? Achso, Samosa. Sieht sehr crispy aus und lecker. Ich zeige euch jetzt, wie crispy die sind. So, unser Essen ist da. Ich habe hier mal Reis mit Hähnchen und so Gemüse. Und Melissa hat einmal Reis mit Gemüse. Auch mit Gemüse. So sieht übrigens einmal die Aussicht aus. Aus der Rooftop Bar. So, fertig gegessen. Die Samosas waren wirklich sehr, sehr lecker. Das Essen an sich war in Ordnung. Also es war jetzt nichts Weltbewegendes. Der Preis war etwas teurer. Melissa hat sich noch ein Eis zum Ende hin geholt. Das Eis hat nochmal 4 Euro gekostet, war schon sehr vieles. Das war 1,5 Kugeln Eis und Schokoladeneis, vegan. All in all haben wir 27 Euro gezahlt. Ohne Eis hätten wir 23, 22 Euro gezahlt. War schon teuer, aber ist okay für die Lage. Ne? Wir sind hier am Fisherman's Village. Hier ist sowieso immer alles teurer. Und hier beim Fisherman's Village gibt es übrigens überall die ganzen Köche, die hier draußen ihr Essen machen, das Fleisch machen. Wir gehen jetzt noch einmal auf einen Foodmarkt, der so aussieht, wie man es kennt, würde ich sagen, oder? Da hinten ist noch so eine Bühne aufgebaut. Aber da geht leider nichts mehr, wie man es unschwer erkennen kann. Ja, kein großer Markt, aber ja, so ein klassischer Foodmarkt. Boah, ich bin übelst am Schwitzen, weil es so schwül ist hier. Hier sogar Donuts, sehr nice aus. Habe ich auch noch nicht gesehen auf so einem Foodmarkt, Donuts. Das hier, ich weiß es nicht. Boah, das sieht auch richtig gut aus. Und hier Skorpione und alles, was dazu gehört. Und es hat wieder angefangen zu regnen. Zum Glück haben wir noch einen Regenschirm dabei. Wir sind jetzt gerade auf dem Nachhauseweg. Wir müssen so ungefähr 20 Minuten gehen. Es geht aber ein bisschen die Beine vertreten. Es ist halt nur unfassbar schwül, weil es den ganzen Tag richtig heiß war. Jetzt regnet es, dann ist die Luftfeuchtigkeit natürlich höher und dann kommt man schon mal gut ins Schwitzen. Guten Morgen, wir sind jetzt gerade am Frühstücken. Das ist einmal mein Frühstück. Melissa sieht wesentlich gesünder aus. Wir sitzen hier wieder am Meer. Übrigens haben wir bei dem Hotel, wo wir gerade sind, Frühstück mitgebucht. Deswegen sind wir halt auch immer am gleichen Spot, wenn wir frühstücken. Heute ist quasi der letzte Tag von Koh Samui. Morgen geht es nämlich nach Koh Phangan. Heute, wie gesagt, fahren wir zum Elephant Sanctuary. Für uns war es bei der Buchung von dem Elephant Sanctuary auch wichtig, dass die Elefanten artgerecht gehandelt werden. Dass die Elefanten artgerecht gehalten werden. Ich habe mal was zu dem Elephant Sanctuary rausgelesen. Also im Vorhinein habe ich gegoogelt, was die so machen. Das ist ein Ökotourismusprojekt, was es seit 2014 gibt. Und die Mitglieder dieses Projektes holen die Elefanten, die halt gehalten werden, aus Nordthailand auf die einzelnen Inseln wie Pattaya, Koh Samui oder Phuket und versuchen denen ein besseres Leben zu ermöglichen. Und dadurch, dass wir da heute hinfahren, unterstützen wir natürlich so ein bisschen das Projekt. So viel dazu, dass es halt einfach klargestellt wird, dass wir nicht einfach irgendwas rausgesucht haben, wo man auch die Elefanten reiten kann oder sonstiges, sondern wirklich, wo die Elefanten sich wohlfühlen. Und ja, wir schauen uns einfach das mal heute an und können euch dann später noch ein kleines Feedback dazu geben. So, wir haben uns jetzt im 7-Eleven nochmal Verstärkung geholt. Mal wieder Toast. Die haben wir in so einer Merry Christmas, Happy New Year Packung bekommen. Wir gehen jetzt noch zum Strand, chillen da ein bisschen und warten, bis wir dann abgeholt werden zum Elephant Sanctuary. Freunde, es ist heute wieder so unfassbar heiß. Wir dachten, es wird regnen, aber
momentan oder aktuell macht es nicht den Eindruck. Das ist mein Outfit. Ich habe meinen Nacken geschützt. Ich habe so einen brutalen Sonnenbrand, weil ich mich gestern nicht wirklich eingecremt habe und wir ja den ganzen Tag auf dem Roller unterwegs waren und mein Nacken frei war. Ich habe so einen richtigen Bauarbeiter-Sonnenbrand. Also mein Nacken ist komplett verbrannt, mein Gesicht und nur mein Unterarm, weil ich ja den ganzen Tag ein T-Shirt getragen habe, während wir Roller gefahren sind. Und als wir am Strand waren, waren wir eigentlich die ganze Zeit im Schatten. Aua. Aua. Wir sind jetzt schon im Bus. Auf dem Weg zum Elephant Sanctuary. Schaut euch mal an, wie fancy dieser Bus aussieht. Wir sind jetzt schon am Elephant Sanctuary angekommen. Es hat leider etwas angefangen zu regnen, aber nur so minimal bis jetzt. Da sind schon einmal die Elefanten. So, wir müssen jetzt erstmal die Hände waschen. Damit füttern wir jetzt die Elefanten. Also wir machen jetzt das Essen für die Elefanten, die mit voller Vitamin aufgefüllt sind. Zeig mal einmal rein, was da drin ist. Kürbis, Bananen, Reis, Vitamine, weiß ich nicht, was es ist. Es müssen erstmal vier Bälle geformt werden. Ich mach mal alles zusammen. Gucken. Lecker Panade, wie so ein Schnitzel. Jetzt kann ich eigentlich vier Bälle draus machen, oder? Ja. Das sieht schon gut aus. Boah, das wird ihm richtig schmecken, glaube ich. Das ist mit Liebe gemacht. Das ist wie so Frikadellen. Köstlich-möchtlich. Let's go. Hände werden nicht gewaschen, wir gehen direkt weiter. Du musst mir jetzt gleich zeigen, wie man die nochmal füttert, ne? Oder ich muss mir abgucken. Du musst das in den Rüssel legen und nicht in den Mund. Sonst slappen die dich. Ja. Du musst dir einfach so die Hand offen halten. Ja. Der kann aber schnell essen. Ich hab den nicht berührt. Boah, ich hab den richtig berührt. Der berührt mich voll intensiv. So, und jetzt kriegen die Elefanten leckere Wassermelonen zu essen. Für die Verdauung. Lecker. Die haben voll die krasse Griffkraft, ne? Ja klar, weißt du, wie Power die haben? Ja, warte, was für einen Newtonmeter? Ja. Dass es einmal runterfällt. Schaut komisch aus. So, wir füttern jetzt die Breeze mit der Wassermelone. So, schöne Tiere. Wirklich sehr, sehr, sehr schöne Tiere. Wie nah die sind. Wow. Ich muss aufpassen, dass er die Kamera nicht klaut mit seinem Rüssel. Wir gehen jetzt irgendwo anders hin mit den Elefanten. Die essen jetzt hier was von der Palme. Zumindest versuchen die es. Da. Lass es dir schmecken. Weil er steht jetzt hier mit dem ganzen Dreck rum. Also die Elefanten, die essen bis zu 300 Kilo am Tag, beziehungsweise 10% des Körpergewichts. Also wenn die 3 Tonnen wiegen, dann essen die so 300 Kilo, wenn die 5 Tonnen wiegen, 500 und so weiter und so fort. Der ist echt so riesig. Ich weiß nicht, ob es auf Kamera so rüberkommt. Der knallt aber aus seinem Mund. 3 Tonnen. Der ist hier die ganze Zeit essen, am Vorbereiten und ich schau ihn das aus dem Mund. Das Waschen der Elefanten ist jetzt auch vorbei. Wir warten darauf, bis es endlich mal Essen gibt. Wie findest du es bis jetzt, Melissa? Ja, sehr schön. Das Wetter ist auch gut. Ich finde es auch sehr empfehlenswert hier. Ist echt schön. Und das Wetter, wie Melissa schon sagt, spielt wirklich mit. Da sind wir echt glücklich drüber. So, es gibt jetzt endlich was zu essen. Einmal Papayasalat
Pommes, Reis, ein bisschen Gemüse und Chicken mit Kokosmilch. Und bei Melissa einmal das gleiche, außer geht keine Chicken genommen, sondern Tofu. Ich glaube schon. Ja. Ich weiß es nicht. Let's go. So, wir sind jetzt fertig mit der Elephant Sanctuary Tour. Die ging jetzt so roundabout 4 Stunden. Wir sind jetzt gerade auf dem Heimweg. Wir sind fix und fertig und wir werden wahrscheinlich gleich noch ein bisschen am Strand chillen und die Sonne genießen, beziehungsweise das Wetter genießen. So, wir gehen jetzt zum Pool, den letzten Abend auf Koh Samui. Und nach dem Pool gehen wir erstmal duschen. Mr. Post ist fertig. Jo. Nach dem Pool gehen wir einmal duschen und dann gehen wir nochmal zu Fisherman's Village. Den Abend ausgehen lassen, zu Abendessen und vielleicht was Cooles trinken. So, Freunde, wir sind jetzt wieder am Meer bei uns in der Unterkunft. Das Wetter ist sehr schön. Wow, und jetzt geht's ins Wasser. Okay, 3, 2, 1. Boah! Herrlich! Boah. Oh yes! So, Freunde, wir haben jetzt den ganzen restlichen Tag noch am Pool gechillt. Die Sonne ist jetzt schon untergegangen. Freunde, es ist einfach wirklich so unfassbar schön hier. Wirklich, ich kann dazu nichts mehr sagen. Es ist wirklich traumhaft. Mit dem Infinity Pool, der so optisch halt ins Meer reingeht. Die ganzen Fischerboote, hier einmal ein bisschen der Dschungel, dann da oben die Berge. Thailand ist wirklich so vielseitig. Es gibt wirklich so unfassbar viel zu sehen. Und wir chillen jetzt einfach hier an der Liege und genießen die Aussicht. Das ist wirklich traumhaft. So, wir sind wieder in alter Umgebung am Fisherman's Village. Letzter Abend auf Koh Samui. Wir müssen uns jetzt erstmal was zu essen organisieren. So, Melissa, was hast du dir gekauft? Wir machen jetzt einmal ein Live-Testing. So sieht das Ganze einmal aus. Davon schwärmt sie übrigens seit Tagen, dass sie es haben will. Seit Tagen. Es muss sich lohnen. Lecker. Es schmeckt nach Füßenreis. Der Wein ist wirklich so cool hier an dem Markt. Also hier drumherum sind ja die ganzen Läden. Und mittendrin ist einfach so eine Essenslocation, wo sich jeder hinsetzen kann, speisen kann. Und ja, hier läuft sehr laute Musik. Unterhalten kann man sich nicht wirklich gut, aber es ist einfach cool. Man sitzt so auf Plastikstühlen und kann einfach sein Essen speisen. Und sich angucken, aber nicht kommunizieren, weil es zu laut ist. So take the photographs and still friends in your mind. Hanging on a shelf in good health and good time. Let's get on trial. So, ich war gerade noch am Bazar etwas shoppen. Ich habe mir Hosen geholt, Cappies. Für Melissa noch ein Anhänger, beziehungsweise so ein Souvenir, einen goldenen Buddha. Sie ist jetzt glücklich, sie muss nämlich aus jeder Stadt oder in jedem Land, wo wir sind, immer ein Souvenir mitnehmen. Und jetzt geht's was essen, ich bin am Ölen, mir ist heiß und ich habe Hunger. So, wir gehen jetzt im Thai Tapas Restaurant essen. Das soll scheinbar das beste Restaurant auf Koh Samui sein. Restaurant Guru 2023. Schauen wir mal, ob wir einen Platz bekommen. Das ist auch tatsächlich das erste Restaurant, wo wir warten müssen. Also, das Restaurant ist komplett voll. Meine Erwartungen sind sehr hoch. So, wir haben hier einen Platz bekommen. Also vom Service her ein super Restaurant. Der Besitzer ist der hier. Der ist übrigens Franzose und lebt hier auf Koh Samui. Bei mir wird es sehr wahrscheinlich, genau, er hat uns Empfehlungen gegeben. Bei mir wird es wahrscheinlich einmal die Thai Tacos, Beef Yellow Curry, Massaman. Und bei dir Duck Curry Nudeln. Ja, Duck Curry Nudeln, Thai Tacos and Beef Yellow Curry. Ich glaube, das. Und Reis gibt's ohne Ende, so viel du willst. Der Reis, der ist Blau Pink. Okay. Bin gespannt. Guck mal, das Getränk glitzert einfach. Das sieht ja fancy aus. Das ist ja ganz normal wie ein Lippen-Eistee, würde ich sagen. Weniger süß. Weniger süß? Frischer irgendwie. Ich bin nicht so der Eistee-Kenner, aber finde ich wie ein Lippen-Eistee ganz normal. So, die erste Mahlzeit ist schon da. Das sind Thai-Tacos mit French Fries und einmal Chili-Soße und einmal Garlic-Sauce. Die Pommes sind sehr dünn, aber schmecken brutal lecker mit der Garlic-Sauce. Boah. Ich meine, ich mal Spicy-Sauce oder Chili, die ist schon schwarz. Das ist aber sehr
Was ist denn Chili? Ich kenne den Geschmack irgendwoher. Das ist lila. Ja, probier mal. Ist geil, ne? Ich glaube, das sind das Kidneybohnen oder Bohnen. Kidneybohnen, ja, kann sein, ja. Bohnenpaste. Lecker, oder? Taste-Test von den Tacos. Boah. Ja, sehr lecker. Ich habe einen wilden Call. Die Pommes war, glaube ich, so lecker, weil das, glaube ich, Chipsgewürz ist. Also Pommes mit Chipsgewürz. Also die Pommes waren krass lecker und die Tacos waren brutal. Das waren die besten Tacos, die ich bis jetzt gegessen habe. Das war ein französisches Restaurant. Der Typ, wie gesagt, ist Franzose. Das ist der Inhaber. So, wir haben jetzt einmal hier, was ist die Ente? Ich weiß es nicht. Ja, das ist die Ente. Komm mal auf. Dicker Reis. Geil. Und bei mir ist es Dauerreis. Wie geil. Unglaublich das Essen, wirklich. Das, ist, das Rind wird 15 Stunden geschmort. Guck mal, ich muss das nicht schneiden. Aus Frankreich? Australien. Das ist so gut, man muss es nicht mit dem Messer schneiden, man kann es einfach mit der Gabel so verstückeln. Das ist unglaublich lecker. So, wir haben jetzt noch hier Nudeln mit Ente bekommen. Die Nudeln sehen aus wie Spätzle. Taste-Test einmal, Melissa. Nudeln sind hier unten. Ach, das sind die Nudeln. Dann sind das sind, glaube ich, frittierte Nudeln. Ah, okay, es könnten frittierte Nudeln sein, ja. So gut. Ja. So, wir sind jetzt gerade auf dem Nachhauseweg. Das war der letzte Abend auf Koh Samui. Morgen fahren wir mit der Fähre nach Koh Phangan. Nach Koh Phangan geht es nach Koh Tao. Und danach geht es nochmal für 2 Tage nach Bangkok. Ich wollte nochmal kurz ein Feedback zu dem Restaurant geben. Also es war wirklich von dem Service her das beste Restaurant, nämlich je war der Inhaber. Der kam jedes Mal zu uns, hat uns erstmal Mahlzeiten empfohlen. Danach kam er nochmal zu uns und hat uns Aktivitäten empfohlen, die wir hier auf Koh Samui machen können. Er hat uns Strände empfohlen, die so von Einheimischen halt sehr gerne besucht werden. Dann, heute ist Valentinstag, heute ist der 14. Melissa hat eine Rose bekommen. Also wir wollten gerade gehen, aber ich so, sorry, du hast ja noch deine Rose vergessen, kam die zu mir. Ein auf, ich hätte eine Rose schon für sie geholt, ne? Habe ich natürlich, aber sie hat noch zusätzlich eine Rose bekommen. Das Essen war unfassbar lecker. Die ganze Aufmachung, Hygiene, alles, es war wirklich eine 10 von 10. Also es ist auch das erste 10 von 10 Restaurant, was ich hier auf YouTube gebe. Es war wirklich brutal lecker, nur zu empfehlen. Wirklich super, super Service, super gastfreundlich. Der Inhaber, super, super Typ. Ihr könnt gerne schon mal, wenn euch die ganzen Videos gefallen, im Video ein Like geben. Ihr könnt diesen Kanal kostenlos abonnieren. Damit würdet ihr mich sehr unterstützen. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich für heute. Letzter Abend auf Koh Samui. Macht's gut.